Wer sich im Übrigen wundert, was ich jetzt gerade mache, ich google gerade nach, ja, wonach denn? Nach einem Amboss. So. Und ich weiß auch schon, wir waren schon fast richtig. Und zwar geht das folgendermaßen. Zack. So. Und dann haben wir... müssen wir erstmal so machen, denn eher geht's nicht. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Zack. 1, 2, 3. Zack, zack und zack. Zack. Danke. Es ist schön, dass wir mittlerweile schon ein wenig Eisen da haben. Und schon haben wir einen Amboss. Aber nicht so viel Zeug, weil wir wieder voll sind. So, den Amboss, den stelle ich hier hin. Oder? Wow, Alter. Macht man die so laut. So, was können wir machen? Wir können so machen. Dann legen wir das hier drauf und machen Erfahrungskosten, aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Uff, ein Eisenschwert, 6 Angriff. Aber dann wäre es wenigstens wieder heil. Ne? So, was haben wir denn noch? Wir haben hier die Steinaxt. Das funktioniert nicht, weil es eine Steinaxt ist. Ist klar, ist vollkommen verständlich. So. Ansonsten können wir das so lassen. Dann nehme ich mir das mal mit. Was haben wir hier drin? Wir haben hier diesen öden Sandstein drin. So, das Gezuppel. So, das tue ich mal mit hier rein. Weil ich hier immer alles verbarrikadiert habe. Und ich... Oh, es geht eigentlich. Guck mal. Zack, so ein kleines Äpfelchen. So, dann... Was ich jetzt auch mal machen werde, ist Folgendes. Haben wir noch? Ja, haben wir noch. So, dann nehme ich hier die Steinaxt. Und mach das mal hier komplett weg. Denn mir gefallen doch die dunkle Weg besser als das helle. Und irgendwann müssen wir natürlich... Ich bin mir noch nicht sicher, aber vielleicht lasse ich den Dach so und mache nur ein paar kleine Änderungen. Es wird sich zeigen, würde ich meinen, wie sich so das alles ergibt, ne? So. Und wie ich sehe, wird es schon wieder dunkel oder sieht es nur so aus? So, dann haben wir hier noch die Strecke. So, so, so. Oh, erinnert ihr euch noch an die Folge, wo ich über Kommentare herzlich mich lustig drüber gemacht habe? Das ist noch ein Witz, sagen wir es mal so. Denn ich bringe jetzt noch was viel Besseres mit. Und zwar, ich habe so ein bisschen rumgeguckt, so ein bisschen im Internet und habe mir da auch ein paar Videos angeguckt und ist klar, ne, auf YouTube, wenn man da unterwegs ist, ist man selten ohne dabei sich irgendwelche Videos anzugucken. So, wie ging denn das gleich nochmal? Ich brauche Zäune. So. Und da war ich bei einem Video gewesen, das war bei einer Analysenvideo und ich... Da war ein Kommentar. Ich konnte nicht mehr. Ich musste fünfmal lesen, weil ich absolut nichts verstanden hatte, was der Typ gerade wollte, weil er so viele Wörter erfunden hat. Ich meine, er hat Wörter genutzt wie zum Beispiel Aushilfsamöbe.
Ja, ich weiß nicht, was es ist. Ich habe hier im Zuhause zwei Duden stehen, und ich habe in jeweils diesen Zweien dieses Wort gesucht. Ja, ich habe nichts Besseres zu tun, als Aushilfsamöbe in einem Duden zu suchen. Ach, Mist, ist Eichenholz. Mist. So. Und dann kamen auch solche Wörter wie Fußpilz, durchseuchte Socke und Alter, bei manchen habe ich das Gefühl, dass sie so viele Drogen in sich reinstopfen, dass sie keine Ahnung mehr haben, was sie schreiben sollen. Ganz ehrlich? Da bleibt einem wirklich die Spucke im Halse klemmen, weil, ach, halt doch die Klappe dort. So, warte. Sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Sag mal, du Aushilfsamöbe. Ja, ich mach mich gerade lustig. Was hab ich dann? Ich hab da drunter tatsächlich einen Kommentar geschrieben, einen halben Roman, Tatsache. Und ich konnte nicht anders, tut mir leid. Es war halt so witzig. Und ich hab mich da wirklich über solche Hater einfach nur lustig. Lustig gemacht. Ich habe nach demjenigen gegoogelt. Na, was heißt gegoogelt? Ich bin einfach auf seine YouTube-Seite gegangen, habe dort bei Kanalinfo dann seine Google-Seite gefunden und ja. Vielleicht mache ich das hier hinten zu. So. Hier kann man nämlich noch. Ja. Und. Ich kann nicht beschreiben, wie leid mir solche Menschen tun. Was ist denn jetzt los? Was? Die so einen Quatsch sich dann noch anhören müssen, das ist echt eine. Es ist. Solche Leute sollten sich wirklich schämen. Also, und jetzt habe ich vergessen, ein Tor zu bauen. Ich mach das hier mal so zu. Ich finde das so besser. Oder? Ich sollte. Shit. So. Ich muss so oder so überlegen, ob ich mir die Dorfbewohner nicht erstmal rausnehme, weil du hast es ja immer nur. Oh, das Lied. Muss ich mal sagen, jetzt wo ich jetzt gerade aufnehme. Das ist ja das Lied von To the Moon. Und To the Moon habe ich ja mittlerweile schon durchgespielt. Ja. Ich kann gar nicht beschreiben, was das für ein Leid war, diese Folge zu beenden. Weil. Alter. Mach den Scheiß nicht. Weil es war auch schon damals so bei. Was war denn das jetzt gerade? Habt ihr es gerade gesehen? Ja, ne? Ich gehe erstmal hier raus mit. So. No Creeper? No Creeper. Warum hängt das jetzt so?
Und bei To the Moon war wirklich so, dass dieses Anfangsgefühl, das man hatte, dass das ein böses Ende nehmen wird. Und zumindest habe ich es so gedacht. Und letztendlich war es tatsächlich so gewesen, dass es ist dann letztendlich gut ausgegangen. Und ich habe mir einen Keks gefreut. Ich möchte auch gar nicht spoilern oder so. Zack. Und dann haben wir dort ein Tor. Jo. Hallo? So, haben wir denn noch Eier im Gebälk? Ich hoffe, das geht jetzt, wie es mir... Ja, es funktioniert! Nein! So, jetzt ist die Frage... Huhn, ich bin noch... neu im Geschäft... Na super. Jetzt habe ich gerade geguckt, wie ich einen Huhn kriege. Dann geht das nur alle 5 Minuten. Ne? Das heißt, ich gehe mit meinem Schwertchen ein bisschen wandern. Und kann Fleisch nebenbei. Das Schwämme wegmachen, wo ich wollte das eigentlich offscreen dann machen, weil das zu lange dauern würde. Weil hier sind ziemlich viele davon, weil ich habe ja ein Ei. Darf ich dein Ei? Danke. Darf ich dein Ei auch haben? Danke. Fortpflanzen kann man die Hühner übrigens mit Weizen und hier haben wir... Alter, guck dir das mal an! An Land, glaubst du mir das? Lehm, lalalalehm. Es war doch Lehm, richtig? Es war doch Philipp Lahm. War das nicht Philipp Lahm? Nein! War das nicht Philipp Lahm? Ach, das war Ton, natürlich. Ton kriegt man... War das damals nicht so, dass man da Lehm bekommen hat? Ich könnte schwören, das war mit Lehm. Mit Lehmbach. Das ist unter allerste Würde. So. Da lag auch klar noch ein bisschen Kies, Elisha-Kies. Du, der Witz wird nie alt. Nie. Nie wird er älter. Nie wird er älter. So. Ich müsste auch mal aussortieren und... Was habe ich eigentlich gesagt? Was machen wir hier? Schatzkammer, richtig? Nee, das war die Waffenkammer. Richtig, richtig. Die Waffenkammer. Dort unten wollten wir die Schatzkammer machen, also im Bunker. Und, ach, das Glashaus, oh. Ich hab gar keine Lust. So, einmal danke. So, können wir noch was loswerden? Ziegelsteine, nee, die hau ich nicht weg. Ich hau mal die Erde weg. Ja, Granit brauche ich nicht. Ich habe genügend Granit in den Zähnen. Ansonsten müssen wir echt mal wieder unten buddeln. Weil wegen. Ja, verstehst du? Weil wegen. So.
Dann liefere ich mal hier wieder das Silber ab. Jetzt wollte ich auch wieder so einen Witz machen. Aber nee, dieser Witz wäre echt unterste Sau. Oh, und vor allem das Lied erinnert mich gerade an etwas, was ich endlich mal wieder aufnehmen sollte. Dritte Episode und ich lasse das Zeug... Geh doch mal weg. Ich lasse das... Nein! Pfeil. Leck dich doch. So. Mach die Türe zu. So. Mir gefällt das hier mit den Fenstern noch nicht so ganz. Ansonsten können wir ja eigentlich mal, solange es ja noch Tag ist, können wir ja hier so friedlich... Hat gerade was geklopft? Nee, das war... Ich weiß nicht, was das war jetzt. Ansonsten, was machen wir dann in der nächsten Folge? Eine Folge ist gerade rum. Wir sind jetzt in der... müssen jetzt in der sechsten, siebten Minute... in der siebten Minute jetzt der zweiten Folge sein. Hier ist das Zuckerrohr. Zuckerrohr verarbeiten wir dann auch dann gleich mal weiter. Zuckerrohr nicht zu verwechseln mit Bambus. Es ist, sieht tatsächlich aus wie Bambus, ist aber kein Bambus. Man hat wirklich den Anschein, dass das Bambus ist, aber es ist kein Bambus. So. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache hier jetzt alles voller Bambus. Ich weiß gar nicht, was man mit Bambus, Bambus war, oh, jetzt sag ich schon selber Bambus. Mit Zuckerrohr konnte man sich, glaube ich, Papier machen? War das nicht so? Ich weiß noch, man konnte Zuckerrohr kann man auch selber essen. Wer Hunger hat, ist, glaube ich, auch sehr süß. Und dann haben wir hier so eine ganze Reihe an Zuckerrohr. Da gehen die Frames auch glatt mal ein bisschen runter. So, dann mache ich das Teil hier auch noch so ein bisschen bis hierhin. Zack, 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 zack. So, dann haben wir alles gepflanzt. So. 5 Minuten müssen jetzt rum sein. Jetzt könnte ich doch eigentlich sagen, ich nehme die Eier in die Hand und gehe ins Hühnerregal. Habe ich Weizen dabei? Nein, habe ich nicht. Denn ich bräuchte ein bisschen Weizen. Ach, das ist doch falsch hier. Was will ich denn? Wo ist denn die... dieser Rechner. So, nee, die Weizen waren hier drin. Waren die Weizen? Ja, hier sind die Weizen. Zack. Zack. Dann gehe ich ins Hühnergehege. Ich gehe ins Gehege. Oh Gott. So. What the fuck? Aller 5 Minuten? Wirklich? Warum? Wollen wir denn jetzt schon auf Monsterjagd gehen? Was ist denn das hier? Ach so. Habe ich mal schnell zu Ende gebaut.
Ich würde aber gerne eigentlich wieder runter in den Bunker gehen, weil ich dringend... Ach komm.